Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Deadly Ever After von Jennifer L. Armentrout gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Deadly Ever After ist seit ganz langer Zeit das erste Buch, was ich so in die Richtung Thriller gelesen habe. Und also dieses Buch wird ja als Sexy Crime bezeichnet und es hat halt schon einige Thriller-Elemente mit in dem Buch drin und natürlich auch sehr, sehr viel prickelnde Stellen zwischen der Protagonistin und ihrem Liebsten. Und ja, ich finde, Sexy Crime trifft da ganz gut zu auf dieses Buch. Und ich komme jetzt aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Sascha und Sascha hat vor 10 Jahren ihre Heimatstadt verlassen, denn sie konnte dort nicht mehr bleiben, denn sie hat Schreckliches erlebt. Sie ist von einem Serienkiller gefangen genommen worden und hat es aber im Endeffekt geschafft zu fliehen. Und als einzige Überlebende dieses Serienkillers konnte sie dort nicht mehr bleiben an diesem Ort, wo sie einfach zu viel damit verbunden hat. Und ja, sie hat die letzten 10 Jahre Therapie gemacht und versucht, sich ihr Leben zurückzuholen und sich zurückzuholen, was er ihr genommen hat. Und ja, kehrt jetzt nach 10 Jahren in ihre Heimatstadt zurück, denn ihre Mutter braucht Hilfe bei der Pension und ja, deshalb fährt Sascha nach Hause. Sie fährt am Anfang mit sehr gemischten Gefühlen dorthin und merkt dann aber sehr, sehr schnell, dass sie ihr Zuhause vermisst hat, dass sie ihre Mutter vermisst hat, dass sie ihre Freunde vermisst hat und ja, fühlt sich eigentlich zu Hause auch sofort wieder heimisch und begegnet auch sehr, sehr schnell ihrem Ex-Freund Cole und sie merkt, als sie Cole begegnet, dass da immer noch irgendwas ist zwischen ihr und ihm und es könnte eigentlich alles so schön sein, bis zu dem Tag, an dem eine Frauenleiche gefunden wird und zwar an genau derselben Stelle, wo auch der Serienkiller, der Sascha damals entführt hatte, immer seine Opfer abgelegt hat. Und so stellt sich die Frage, ob Sascha vielleicht erneut in Gefahr ist vor einem Serienkiller. Und ja, das ist so das Grobe, worum es im Buch geht. Ich möchte zum Inhalt auch nicht mehr verraten, sonst nimmt man einfach zu viel vorweg. Zur Handlung kann ich im Großen und Ganzen sagen, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen hat. Gerade zum Ende hin war sie für mich sehr, sehr überraschend. Aber ich habe mir Paddys Video zu diesem Buch angeguckt und Paddy hat halt gesagt, jeder, der viele Thriller liest, wird schon sehr auf dieses Ende kommen. Also wird das sicherlich dann schon vermuten, dass es so ist, wie es am Ende ist. Und ich denke auch, dass es tatsächlich so ist. Also Leute wie ich, die jetzt wenige Thriller lesen und halt auch nicht viel mit dieser Serie Killer-Thematik oder so im Vorfeld zu tun hatten, die werden sicherlich von dem Ende genauso überrascht sein und ja, aber viele Leute, die halt schon Thriller viele gelesen haben, die werden sicherlich das Ende kommen sehen, aber für mich war es total überraschend und ich hatte so eine Vermutung, wer jetzt genau da dahinter steckt und wer das alles ist. Diese Vermutung hatte sich dann auch in gewisser Weise bestätigt, aber halt nicht 100%, denn wie gesagt, mit diesem Ende hätte ich persönlich jetzt einfach nicht gerechnet. Ich fand es absolut überraschend und ja, gerade das Ende hat für mich da, was die Handlung betrifft, alles nochmal rausgerissen. Und ich fand es einfach richtig gut und ultra spannend und ich habe mir nur so gedacht, so, oh mein Gott, nein, warum machst du das jetzt, warum tust du das? Und ja, es war für mich sehr, sehr aufregend zum Ende hin. Ich habe da auf jeden Fall mitgefiebert mit der Protagonistin und ja, also von der Handlung her hat mir das Buch richtig gut gefallen. Ich mochte es total. Was die Charaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass ich Sascha als Protagonistin sehr mochte. Sie war mir sehr, sehr sympathisch. Ich war auch das ganze Buch bei ihr. Ich konnte auch ihre Ängste verstehen, ihre Zweifel verstehen. Ich konnte verstehen, warum sie manche Dinge verheimlicht hat, vor ihrer Mutter auch. Und ja, ich konnte das super gut nachvollziehen. Also Sascha war mir als Protagonistin sehr, sehr sympathisch und ich mochte sie. Und ich konnte, wie gesagt, ihre Zweifel und Ängste auch verstehen. Mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Was die Nebencharaktere betrifft, fand ich ihre Mutter super sympathisch. Ihre beste Freundin Miranda war total cool. Und Cole war natürlich auch... Ach ja, die Männer bei Jennifer L. Armentrout immer, ne? Ihr wisst, ich habe eine Schwäche für die Jennifer L. Armentrout Männer, für die Männer, die sie schreibt. Und Cole war wieder so ein ganz tolles Beispiel für eins dieser Männer. Und ach, er ist einfach so toll. Und mehr brauche ich dazu jetzt, glaube ich, auch nicht sagen. Er ist halt einfach ein toller Mann. Und ja, also was die Charaktere betrifft, fand ich es auch richtig gut. Ich fand auch... die paar Sichtweisen, die man hier von dem Serienkiller ausgelesen hat, fand ich auch sehr, sehr cool. Also man hat immer mal so kleine Absätze, die man halt aus der Sicht des Serienkillers liest. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Man hat dadurch einen sehr, sehr guten Einblick auf diesen psychotischen Menschen bekommen. Und ja, fand ich richtig cool, dass das die Autorin so gemacht hat. Also wie gesagt, Charaktere haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was das Setting betrifft, fand ich es wie immer super. Es ist ein typisch amerikanisches Setting. Wir haben eine typisch amerikanische Kleinstadt. Auch wenn in dem Buch steht, dass es eine nicht ganz so kleine Kleinstadt ist, es ist trotzdem eine Kleinstadt und jeder kennt jeden. Und ja, war ein ganz tolles Setting. Ich fand auch das Haus, wie das beschrieben wurde, diese Pension, wo sie mit ihrer Mutter dann lebt, das fand ich auch richtig cool, weil das noch so ein ganz altes Haus ist, was es halt auch zu Kriegszeiten schon gab. Und ja, fand ich einfach richtig cool vom Setting her. Und ich fand auch die Stimmung in dem Buch ganz toll. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Und der Schreibstil von Jennifer Lamontraut, ne, ihr wisst, da geht nichts drüber. Der war ein bisschen anders in dem Buch wie in den anderen Büchern. Er war natürlich teilweise nicht ganz so frech und nicht ganz so sexy wie normalerweise, was aber natürlich auch an dieser ganzen Thematik liegt, was ich aber auch sehr, sehr passend fand. Also ich fand die Art und Weise, wie dieses Buch erzählt wurde, richtig gut. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Geschichte zu verfolgen. Das Buch hat die ganze Zeit über eine gewisse Spannung gehalten und wir hatten natürlich unsere Spannungskurven und die ging hoch und runter und man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Und wie gesagt, man hat mit der Protagonistin versucht herauszufinden, was da jetzt eigentlich genau los ist. Und man hat, wie gesagt, auch mit ihr ziemlich mitgelitten bei den ganzen Sachen und Vorkommnissen, die da überall so passiert sind. Und ja, hat mir richtig gut gefallen. Das einzig Negative, was ich an diesem Buch auszusetzen habe, ist, dass mir das einfach alles zu schnell ging. Die ganze Handlung spielte, glaube ich, innerhalb von drei, vier Wochen. Also es war nicht wirklich viel Zeit. Vielleicht waren es auch nur 2 Wochen. Auf jeden Fall ging das wirklich alles Schlag auf Schlag. Sie kam nach Hause, der erste Mord ist passiert, die Leiche wurde gefunden, Cole ist wieder in ihr Leben getreten. Sie hat sich mit Cole ausgesprochen über damals. Dann diese ganzen Sachen drumherum, die noch passiert sind, das war einfach so zack, 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 zack. Und ich habe mir so gedacht, boah, nee, das geht mir jetzt eigentlich alles zu schnell. Und dann kam eine Stelle, wo die Protagonistin gesagt hat, was ist hier los? Seitdem ich zu Hause gekommen bin, passiert hier ein Ding nach dem anderen. Das ist doch nicht normal. Und ich dachte mir, ja, genau, das ist nicht normal, dass hier alles so nacheinander passiert. Und ja, das war so das Einzige, was ich so ein bisschen negativ empfunden habe beim Lesen, dass mir das einfach alles viel zu schnell ging. Wie gesagt, man konnte zwischendurch nicht mal richtig Luft holen, da kam schon das nächste Ding. Aber wie gesagt, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, andere stört es jetzt vielleicht nicht, aber ich fand das halt ein bisschen nervig, dass das so alles hoppla hopp abgebacken wurde quasi. Mein Fazit zu Deadly Ever After ist, dass es ein guter Thriller ist mit dem gewissen erotischen Touch, möchte ich jetzt einmal sagen, à la Jennifer Lamontraut. Und ja, mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ihr Lust auf einen Thriller mit ein bisschen Liebesschmalz und Erotik habt, dann schaut euch Deadly Ever After von Jennifer Lamontraut auf jeden Fall mal an. Ich kann euch, was das betrifft, dieses Buch wirklich nur empfehlen und ich mochte es sehr. Und ja, Jennifer Lamontraut, meine Queen, ihr wisst. Und mehr gibt es zu diesem Buch jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir doch eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.